Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, es gab in den letzten Jahren zahlreiche strukturelle Reformen in Griechenland. Die sind angegangen worden. Die Regierung hat jetzt einen Primärbeschluss im Haushalt. Und diese Errungenschaften Griechenland, das erkennen wir Grüne ausdrücklich an. Und entgegen der Meinung manchen Boulevardzeitungen muss man das in Deutschland auch zur Kenntnis nehmen. Das darf man nicht kleinreden. Und wir Grüne haben von Anfang an auch die Gewährleistung von Hilfskrediten für Griechenland im Bundestag zugestimmt, gerade weil wir eben die katastrophale Marktfinanzierung gesehen haben mit horrenden Zinssätzen und auch nicht wollten, dass der Eurozone auseinanderbricht. Und trotzdem haben wir, und deswegen werden wir heute auch, der Verlängerung des Programms um 2 Monate zustimmen. Und trotzdem haben wir immer auch den einseitigen Kurs nachher der Krisenbewältigung Griechenland kritisiert. Die Armut, die Arbeitslosigkeit ist immer noch extrem groß, besonders unter Jugendlichen. Die Wirtschaft ist in den letzten Jahren massiv eingebrochen. Und natürlich war das auch eine Konsequenz von jahrzehntelanger Misswirtschaft in Griechenland selbst, in Politik, Wirtschaft und der Gesellschaft. Das war aber auch einerseits eine Konsequenz von harten Sparmaßnahmen, einer falschen Anpassungspolitik der Eurogruppe, der Bundesregierung und der Troika. Das haben wir Grünen auch immer kritisiert und wir fordern auch Änderungen bei den Anpassungsprogrammen. Und deswegen sagen wir auch Grüne auch klar, jetzt bei der notwendigen Verlängerung und auch bei einer vorsorglichen Kreditlinie, da muss sehr genau darauf geachtet werden in Griechenland, dass es eine wirtschaftliche Erholung gibt, gerade im Tourismusbereich, dass auch klar ist, dass wir Zukunftsinvestitionen finanzieren müssen und dass wir gerade die soziale Ausgewogenheit beachten müssen, dass hohe Vermögen beteiligt werden. Wir sagen klar, es braucht mehr Gerechtigkeit in Griechenland. Und wir glauben auch, die Schuldenstandsquote mit über 170% im Verhältnis zum BIP ist nachher nicht nachhaltig. Die ist immer noch viel zu hoch. Und ich glaube, wenn man ein nachhaltiges Niveau will, dann muss man auch im Bundestag ehrlich darüber reden, sich ehrlich machen, dass das nicht einfach nur durch Anpassungsprogramme funktionieren wird. Da muss man auch sagen, dass man einen Schuldenschnitt will. Wir wollen einen konditionierten Schuldenschnitt, dass man sagt, es muss dann auch weitere Konditionen geben, zum Beispiel bei der Steuerverwaltung, damit es mehr Einnahmen gibt, aber auch soziale Konditionen, dass die soziale Spaltung verringert wird, dass Zukunftsinvestitionen finanziert werden. Und gerade deswegen sagen wir, wir wollen Schritt für Schritt eine spürbare Erleichterung mit einem konditionierten Schuldenschnitt. Und dafür muss die Bundesregierung sich einsetzen. Und wir sehen trotzdem auch grundsätzlich, dass das Instrument einer vorsorglichen Kreditlinie, weil wir momentan Zinsen haben von über 9%, dass das sinnvoll sein kann, sinnvoll sein wird und sinnvoll sein muss, um nachher auch damit Griechenland auch dann die Reformen, die es umgesetzt hat und die Finanzierungsbasis auch sichern kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und deswegen würden wir auch grundsätzlich heute dafür stimmen, wenn nicht das verknüpft würde gleichzeitig mit Einschränkungen von Parlamentsrechten. Und diesem Antrag liegt eine inakzeptable und unnötige Beschneidung von Parlamentsrechten vor, und der stimmen wir nicht zu. Da muss man sich das eben genau anschauen. Im ESM-Finanzierungsgesetz, Herr Schäuble, steht eben völlig zu Recht frühestmöglichste Unterrichtung des Parlaments. Aber es steht nicht drin, dass das Parlament über alle Zwischenstände abstimmen soll. Das steht da nicht drin. Denn es ist doch nachher so, dass die Frage ist, wenn nachher die Dokumente endgültig vorliegen, sie liegen nicht endgültig vor, dass nachher die Bundesregierung dann diese Einschätzung vornehmen soll, ob die vorläufigen Dokumente der EU-Kommission mit den endgültigen Dokumenten von EZB mit Kommission im Benehmen dann eben auch übereinstimmen. Und diese Einschätzungshoheit, was nachher eine Entscheidungshoheit ist, die kann der Bundestag nicht an die Bundesregierung delegieren. Das geht gar nicht. Denn auch nach dem ESM-Vertrag müssen Sie nachher alle endgültigen Dokumente haben, um diese grundsätzliche Entscheidung, also die erste Stufe, für eine solche Kreditlinie nachher auch zustimmen zu können. Und Sie müssen dann nachher das bewerten. Und das kann der Bundestag Ihnen nicht abnehmen, weil auch das Bundesverfassungsgericht klar gesagt hat, der Bundestag darf nicht in eine Situation kommen, der reinen Nachvollzugs von Entscheidungen der Bundesregierung. Diese Gefahr sehen wir heute, wenn man das macht. Und vor allen Dingen ist ja die Frage, warum gibt es diesen Zeitdruck? Es gibt ja keine Not. Sie haben selber gesagt, dass der ESM-Gouverneursrat grundsätzlich wahrscheinlich erst entscheiden wird, wenn in Griechenland die Frage der Verlängerung des Programms mit der Troika geklärt ist. Das heißt, inhaltlich sind diese beiden Entscheidungen, die Sie heute hier haben, eigentlich inhaltlich getrennt. Man kann das gut in der ersten Januarwoche auch
im Bundestag machen. Und unsere große Sorge ist, dass Sie hiermit mit diesem Trick auch nachher Parlamentsrecht zu beschneiden, einen gefährlichen Präzedenzfall für andere Entscheidungen auch treffen, dass Sie heute im Hauruck-Verfahren durch den Bundestag peitschen, ohne Not. Und wir sagen auch klar, es geht hier nicht um formale Fragen, sondern hier geht es um Parlamentsrechte. Das sind keine Formalfragen, das sind zentrale Demokratiefragen. Das stimmt nicht so. Danke, Kollege Kindler. Nächster Redner in der Debatte, Norbert Bartle für die CDU-CSU-Fraktion.